Unser Goldgirl Laura Dahlmeier. So süß sieht sie privat aus. Sie ist nicht mehr aufzuhalten. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erlebt aktuell die Blüte ihrer Sportkarriere. Bereits am Samstag räumte die deutsche Hoffnung im Biathlon ihre erste Goldmedaille für ihr Heimatland ab. Montagmorgen legte sie nach, konnte auch im Verfolgungsrennen auf das Siegertreppchen steigen und holte das zweite Gold. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Mädchen in Mütze und Schneekluft? Promiflas zeigt, wie süß die deutsche Doppelgoldathletin von ab der Winterwettkampfstrecke ist. Eine rote Mütze mit Germani-Aufdruck, die graue Daunenjacke mit Bundesländer auf der Schulter oder die schwarze Skikombi, wann immer in den letzten Tagen über die Fernsehbildschirme flimmerte, blieb sie ihrem Sportlerimage treu und zollte ihrem Heimatland und dem Wintersport Tribut. Ob in ihrem Kleiderschrank überhaupt so richtig elegante Looks zu finden sind? Dass die hübsche 24-Jährige auch ganz anders kann, bewies sie bei der Sportler des Jahres Gala 2017. Zu der Preisverleihung kurz vor Weihnachten erschien die Süddeutsche ganz traditionell in einem pinkroten Dirndl mit grüner Schleife, den Ausschnitt sanft mit einer weißen Bluse verhüllt. Ihre wilde Lockenpracht trug sie fesch nach oben eingedreht. Ein gutes Omen, sie durfte nämlich tatsächlich den Preis in der Hauptkategorie mit nach Hause nehmen und ist seitdem amtierende Sportlerin des Jahres. Wem das noch nicht reicht, der sollte einen Blick auf ihren Instagram-Account wagen. Unter etliche Fotos aus dem Training oder ihrer Wettkampfvorbereitungen mischen sich hier und da vereinzelt private Schnappschüsse. Und die beweisen, unser Goldgirl ist eine ganz normale und wunderschöne Mitzwanzigerin.